Moin meine geilen Städtchen, herzlich willkommen zurück zu einer ersten Folge, zu einer ersten Folge EFT Kartenchaos. Und hallo, hallo mit Sascha. Christian und Brammen, danke an Sascha. Und zwar müssen wir 10 Sachen auf der Map Streets of Tarkov finden, und zwar einen Krankenwagen, einen nicht roten Kinderwagen, das ist wichtig, ein Quad, ein Stoppschild beschriftet mit Stopp mit einem P, Brunnen, einen Graffiti eines Tieres, ein Feuerlöscher, kein Kasten mit Feuerlöscher, keine Ahnung. Ein echter abgetrennter Schweinekopf, ein Plakat mit Autowerbung und eine Russlandflagge. Wir haben insgesamt 20 Minuten Zeit und man kann seine Sachen ja alle wegschmeißen, weil wir haben keine Gegner am Start und so. Also, ja, man kann sich leicht machen. Und ich würde sagen, die 20 Minuten laufen ab jetzt. Und ja, bis gleich. So. Okay, los geht's. Wir brauchen Graffiti von dem Tier. Es sind schon mal Graffitis. Und da steht extra kein Feuerlöscherkasten. Graffiti von einem Tier, Graffiti von einem Tier. Ich muss hier kein Graffiti von einem Tier drauf, Alter. Das finde ich doch kacke. Laufen ab. Jetzt. Okay. Krankenwagen fertig. Ich muss ein bisschen gestehen, außer die 2 Minuten, die ich da mal hatte auf beim EFT-Turnier, habe ich die Map noch nicht gespielt. Das ist ein bisschen belastend, aber hey, ich glaube, nach dem Feuerlöscher haben die anderen aber auch noch nie gesucht. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Zeit läuft und ich bin natürlich richtig lucky gespawnt, weil ich sehe ja ganz klar vor mir einen Feuerlöscher mit keinem Kasten mit Feuerlöscher. Das ist ja easy. So. Jetzt läufst du natürlich hier irgendwo unten in dem scheiß Ding rum. Kann hier unten noch was sein, was wichtig ist? Der abgetrennte Schweinekopf. Ich weiß, glaube ich, wo einer sein könnte. So, ein nicht roter Kinderwagen. Beispielsweise einen blauen. Boah, dann nehme ich doch den hier vor meiner Nase. Alter, wie lucky. Graffiti eines Tieres. Eine Russlandflagge. Feuerlöscher. Der kann ja auch wieder überall rumliegen einfach. Kinderwagen, okay. Graffiti eines Tieres. Könnte man das da als Spinne bezeichnen? Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich das nochmal weglassen. Okay, 3. Easy. Ein Quad. Ein Stoppschild. Ein Brunnen. Wo könnte denn ein Brunnen sein? Warte mal, hier ist doch ein Extract oder Sewer heißt der, oder? Ist da ein Brunnen bei? Ah, es sieht nicht nach einem Brunnen hier aus. Nee, das ist hier kein Brunnen, das ist nur der Extract für die Scavs. Dann haben wir hier schön. Da! Dino? Würde ich sagen, vielleicht. Ein sehr abstraktes Tier. Was denn nochmal sogar? Okay. Also vielleicht nicht. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Gut, wir laufen mal weiter. Ach ja, Graffiti hier von einem Tier, ne? Ich würde sagen, das hier sieht sehr nach einem Krokodil aus. Easy Game. Haben wir das auch? Lexus. Wunderbar. Plakat mit Autowerbung. Ja, ist kein Plakat. Oh! Ein Stoppschild. Kann ja eigentlich auch, dann müsste man auf den Straßen gucken. Kann ja eigentlich nur an der Straße sein. Hot Rod würde ich auch nicht als Autowerbung zählen. Aber hier ist doch das Autohaus. Vielleicht ist hier irgendwo. So, was sollten wir haben? Ein Plakat mit Autowerbung. Ich würde sagen, das ist ein Plakat mit Autowerbung für Lexus. Läuft. Oder ich nehme das. Ah, hier ist ja der Dingensladen. Okay, auch geil. Alter, das ist creepy.
Feuerlöscher und so. Ach, Feuerlöscher wird eher drin sein. Das Motorrad, das zählt nicht als Quad, oder? Ah, blöd. Okay, kurz einmal entspannen lassen, den Dude. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel, der auf ein Handy guckt. Graffiti von einem Tier, check. Ein echter abgetrennter Schweinekopf, Alter. Ist denn in Wohnungen? Oh, Packemann! Aber der ist, glaube ich, kein Tier. Können wir hier rüberspringen? Ja, easy. Okay, Brunnen. Schweinekopf. Plakat mit Autowerbung. Scheiße, da habe ich ja mal nicht dran nachgeguckt. Macht ja Sinn. Das ist halt kein Plakat. Doch, das ist ein Plakat. Das ist keine Lipfassäule. Ein Brunnen. Ah ja, stimmt, ein Brunnen. Davon ist er schon. Das. Ein Brunnen. Haben wir auch. Quad. Und hier ist so viel. Hier ist so viel, dass ich. Nee, ich geh wieder raus. Komm. Nur für. Oh, hallo. Ist hier nicht ein Feuerlöscher! Woo! I'm fucking. Server Connection lost. Alter Vater. Fahrrad. Plakat für Autowerbung. Ja, das hier ist doch bestimmt ein Auto, ne? Das Auto für die Stadt. Ah! Ist das jetzt eine Versicherung oder ist das wie Werbung für das Auto? Weiß ich nicht. Könnte sein, dass das für die Versicherung ist. Feuerlöscher Krankenwagen habe ich. Ah, Graffiti eines Tieres. Ja, das ist kein Graffiti, ne? Das ist gemalt oder gedruckt. Ne, gedruckt. Das ist gedruckt. Schade. Ja, vielleicht muss man auch irgendwann reingehen irgendwo. Ich weiß es natürlich nicht. Aber für das Stoppschild sollte man ja eigentlich draußen die Sachen finden. Achtet man halt auch gar nicht drauf, wenn du zockst. So, abgetrennter Schweinekopf. Hey, mal wieder zu. So, abgetrennter Schweinekopf. Mal wieder zu, damit die das nicht finden. Da ist ein abgetrennter Schweinekopf. Die arme Sau. Das sind wir natürlich fies. Gerade wen hier springen hören? Kinderwagen. Brunnen. Haben die hier im Brunnen, das sieht doch so pompös aus. Haben die hier im Brunnen irgendwie in der Eingangshalle oder so ein Quatsch? Da im Hotel. Hotel hat doch bestimmt einen Brunnen. Drinnen oder draußen. Hier ist übrigens noch ein Feuerlöscher. Ja, drei, so, ein, weiter geht's. So. Okay, okay. So, das ist ein Krankenwagen. Sehr gut. Krankenwagen. Check. So, ein Quad. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade hier unten. Was ist denn der Haupteingang von diesem scheiß Hotel? Burgerspot. Was brauchen wir denn sonst noch? Brunnen, Stoppschild, Quad, Handy ist hier. Das ist ein Einkaufswagen. Kein Kinderwagen. Okay, das Hotel scheint nicht so pompös zu sein, wie ich dachte. Pizza. Irgendwas. Hallo. Noch was gefunden? Ja, zwei Dinger habe ich, aber auch ich bin neben dem Krankenwagen gespawnt. Ja, ich bin neben dem Feuerlöscher gespawnt. Ich hatte auch Glück. Na dann weiter, viel Erfolg. Jo. Wo ist die russische Flagge? Muss da hier irgendwo sein? Wo
Und der Quad und der Stopp. Vor allem das Stoppschild macht mich fertig. Ich kann nicht sagen, dass hier kein Stoppschild ist. Hier sind überhaupt keine Stoppschilder. Ja, das ist auch kein Tier. Kinderwagen, wo seid ihr? Wie jedes scheiß Verkehrsschild gefunden, weil es in Russland gibt. Vielleicht ist hier irgendwo ein Brunnen. Ich denke jetzt an einen nicht schönen Brunnen, sondern an einen so... Da! Nice! Da ist ein Brunnen. Okay, geil. Stopp. Stoppschild beschriftet mit Stopp. Habe ich. So, hier am... So, wo Kinderwägen. Jawohl. Du bist nicht rot. Zum Beispiel im Blauen. Da ist eine Autowerbung. Warte. Plakat mit Autowerbung. Das ist ein Plakat. Lexus. Geil. Das ist Nummer 3. Okay, wir brauchen einen nicht roten Kinderwagen. Quatsch, Stoppschild, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf, Russlandflagge. Oh, Russlandflagge könnte auch wild sein. Vielleicht ist die ja irgendwo hier drauf gedruckt. Ist kein fucking Stoppschild. Da! Ein Stoppschild! Oh mein Gott. Das sind solche Stoppschilder. Okay. Nice. Damn it. Okay, wir haben noch die Hälfte der Zeit. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Hier ist schon wieder Backmann. Einen Feuerlöscher, bitte. Auch nicht. Also im Quad muss ich auf jeden Fall noch drauf achten. Feuerlöscher und die Russlandflagge. Die Russlandflagge hängt wahrscheinlich draußen einfach irgendwo dran, wa? Haben wir noch 10 Minuten. Gerade nach Graffiti und Kinderwagen. Und Stoppschild. Problem ist, da könnte einfach Spinne stehen. Oder sowas. Oder Pferd. Das könnte ich gar nicht lesen. Aber Quad finde ich halt wild. Warum sollte hier ein Quad stehen? Ist hier drin sein? Ja. Russlandflagge würde ich halt wirklich am Hotel vermuten, ehrlich gesagt. Was suche ich denn noch? Einen echten abgetrennten Schweinekopf. Der ist doch bestimmt hier drin. Verschämme sieht doch so aus. LOL! Hier sind wirklich Schweine. Aber hier ist kein Schweinekopf. Schade. Warte mal, hinten drin? Kann man hier rein? Nee. Fuck! Dabei bin ich gar nicht so schlecht. Da hängt zumindest so ein Schweinchen rum. Und hier ist so eine geile Ente. Das Kinderwagen in Blau! Bim! Sehr gut. Okay, wir brauchen noch ein Quad, Stoppschild, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf, Russlandflagge. Uff. Warte mal, haben die die... Oh, Russlandflagge! Ich bin doch so ein Dulli! Die sind da natürlich auch im Auto drauf! Da ist sie doch. Okay, also noch. Quad, Stoppschild, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf. Stoppschild, Graffiti und Schweinekopf. Ja, vielleicht ist hier trotzdem auch eine russische Flagge irgendwo. Noch ein roter Kinderwagen. Es gibt viele rote Kinderwagen hier. Nix. Wenn besser wäre, werde ich immer kleiner. Sturm wieder nach oben. So. Bin ich gerade geh hier hingekommen. Auf. Auf den Spaß. Von Baustelle. Liegt doch jetzt einfach ein abgetrennter Schweinekopf. Okay, wahrscheinlich nicht. Da, Moment! Da ist aber ein Feuerlöscher. Hot.
Okay, das mit dem Schweinekopf können wir, glaube ich, vergessen. Stoppschild wäre doch eigentlich ganz geil. Stoppschild, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf. Ah! Beschriftet mit Stopp. Tada! Stopp. Okay, jetzt brauchen wir noch Quad, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf. Quad, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf. Oh, das ist echt schwer, die russische Flagge, ne? Und den Quad. Oder das Quad. Eddie, das Quad. So, haben wir noch Russland-Flagge und ein Quad. Oh, ist eine Werkstatt. Oh, ist der, ich bin bei Lexus. Hat Lexus vielleicht auch... Quad? Vielleicht hier irgendwo so ein kleines. Ein geiles Lexus-Quad. Kann auch sein. Ist so ein Brunnen jetzt eher hier so... 7 Minuten noch. Was bist du nur so außer Atem? Ja, sie haben nichts zu essen. Upp. Quad, Brunnen, Graffiti, Schweinekopf. Nee. Das Schlimme ist, ich laufe hier gerade... Ist der Weg noch da? Das Schlimme ist... Leute, hier ist noch ein Kinderwagen. Das Schlimme ist, ich laufe den Weg hinterher in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo was finde, aber ich weiß ja gar nicht, ob da dieses komische Gebäude, dieser Raum überhaupt die Flagge von Dingens hat. Russlandflagge und ein echter abgetrennter Schweinekopf, also ein echter im Spiel. Das ist so spezifisch. Das muss man wahrscheinlich aber wissen. What? Brunnen, Graffiti, Schweinekopf. Scheiße. Finde ich in so ein Haus rein. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Lol, das geht. Aha. Das zählt ja wohl als Dinosaurier, liebe Freunde. Also wenn das kein Dino ist, weiß ich auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein Tier. Okay, Brunnen und Schweinekopf noch. Kein Quad. Pinewood Hotel. Okay, Moment. Pinewood Hotel, hast du vielleicht einfach hier die Flagge? Quad, Brunnen und ein Schweinekopf. Hier ist übrigens wieder Autowerbung. Denn hier nicht irgendwie... Vielleicht ist der oben drauf. Oder da, wo es hingeht. Mal gucken. Quad, ein Brunnen. Hier ist nochmal ein blauer. Da ist ein Brunnen. Oh yeah. Okay. Ich bin am Brunnen. Quad und ein Schweinekopf. Alles gut, alles gut. Alles gut, sorry. Ich wollte nicht rausgehen. Alles in Ordnung. Nichts passiert. Hier ist es. Ah! Hier wohnt Prapos Freund. Scheiße! Er hat hier nämlich irgendwie so ein russisches Shit. Man kann die auftreten. Lustig. Ein Ticken zu weit. Haben wir schon? Oh ja. Ey, ich suche mir so einen Arsch ab, ne? Es ist echt schlimm. Mit zwei Sachen. Ich geh nochmal da rein in die Garage. Also so richtig hier in das. Ist so ein Mechaniker-Dingen. Vielleicht habe ich ja da drin Glück. Da war ich nämlich noch nicht drin. Hier.
Ich sehe ein Quad zur Reparatur. Bei dir ist doch ja. Hier gibt's einfach gegrillten Schweinekopf. Niemand? HB90E. Da gibt es was zu essen. Vielleicht haben die in der Küche einen Schweinekopf. Alles ja gut. Okay, nee, hier gibt's nur was zu trinken. Scheiße. Oh. Die Stelle kenne ich irgendwoher. Ich hänge die auch irgendwo in der Luft, tief weit oben. Nee. Komm, hier in der Lobby. Hier liegt ein Schweinekopf in der Russlandflagge eingebimmelt mit einem Quad. Machst du euch keine Russlandflagge an? Wollen wir mal ein bisschen Patriotismus zeigen? Geil. Wäre nice, wenn das gehen würde. Geht aber nicht. Tja. Dann wart! Gucken, wie gut die anderen waren. Nee. Ach, das gibt's doch nicht! Überall sind so Schweineteile, aber das ist doch kein Kopf. Oh Mann! Ätzend. Schade. Ne, Zeit ist rum. Keine Chance. Ist hier hinten jetzt noch was? Ich guck noch mal kurz. Also jetzt außerhalb der Zeit. Naja. So, wir sind durch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal durch, wie bei euch lief. Ja, ich bin gespawnt von einem Feuerlöscher. Wow. Ja, der Start war super, ich bin neben einem Krankenwagen gespawnt. Ja, ich glaube Glück. Immer noch ganz im Norden, aber ich weiß das nicht so genau. Ich bin ein bisschen da auch im Kreis gerannt. Das finde ich alles ganz schön kacke von euch. Okay, also Krankenwagen, ja? Check. Ja. Habe ich auch. Den habe ich auch. Okay, einen nicht roten Kinderwagen. Check. Ja, genau, einen blauen habe ich auch. Ey, da läuft einer. Hallo. Ja, ich laufe hier noch rum. Ich weiß ja, nicht, wo ich habe auch einen blauen, ja. Ein Quad. Nee. Unmöglich, habe ich nicht gefunden, war ich zu blöd für. Ich habe nachgeguckt, scheint unten in der Garage zu seinem Concordia, wo ich gespawnt bin. Oh. Aber da gibt's da habe ich dann, nee, weiß ich nicht, aber da ist das Beispielfoto, habe ich gerade mir angeguckt, okay. Weil mich dann auch interessiert hat, wo der Quad sein könnte. Ich versuche das gerade nochmal zu verifizieren, okay. Weil ich da gerade hinrenne. Aber ja, ein Stoppschild. Es war unmöglich. Ja. Ich glaube, ja. Ich habe erst die ganze Zeit nach so Autostoppschildern gesucht, aber ich glaube, sie meinten einen Stopp. Also ich habe ein Stoppschild an so Extracts. Ja, da stand Stopp drauf. Ja. Okay. Dann Brunnen. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ein Graffiti eines Tieres. Easy, ja. Ja, das war so ein Dino. Aber ist ja auch ein Tier. Ja, ein Krokodil. Ja, okay. Also ich bin ganz ehrlich, den Dino habe ich für mich nicht zählen lassen, weil er für mich kein Tier war. Aber also habe ich ein WhatsApp. Was ist das denn sonst? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. War mir nicht sicher, ob das ein Dino darstellen sollte. Einfach nur ein weißer Block mit Kopf. Ich habe auf jeden Fall einen Vogel noch gefunden, der an einem Handy ist und Kopfhörer auf. Der war viel authentischer. Ja, definitiv. Dann ein Feuerlöscher. Kein Kasten mit Feuerlöschern. Yo. Ja, bin ich ja vorgespawnt. Die lagen da überall rum. Ja, das war echt belastend. Einen echten abgetrennten Schweinekopf. Ganz ehrlich, komm. Der ist doch in irgendeinem fucking Zimmer, in irgendeinem der Wohnungen, oder? Die gibt's doch nur einmal auf dieser Map. Ich war in einem Laden, da hingen Schweine rum. Da war nix. Und in einem Supermarkt, da lagen in den Tiefkühldingern auch nur so Schweineteile. Es gibt in einem Haus gibt's wieder so ein, wie heißen die Typen? Kultistenhaus. Und da bin ich hingelaufen, weil ich wusste, dass da eins ist und da habe ich einen Schweinekopf gefunden. Okay, das ist wahrscheinlich der einzige auf der Map. Das kann natürlich sein. Ich wusste, dass es halt einen Kultisten-Spot größeren gibt. Und okay. Da bin ich halt hingelaufen. Na gut, okay. Ein Plakat mit Autowerbung. Ja, im Luxo, da mitten im Autohaus.
Und die existiert für mich einfach nicht, eine Russlandflagge. Ja, ich habe die auch nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, wo die gibt. Da hätte ich eine Frage zu. Ist nicht theoretisch auf jedem Auto eine drauf? What? Auf dem Nummernschild ist die Russlandflagge drauf. Auf jedem Nummernschild. Hier nicht. Hallo, doch da. Ja, meinetwegen. Also ich weiß nicht, wobei, okay, wobei, aber ich hab's ja nicht, also dann von mir aus, wenn du darauf geachtet hast, dann würde ich sagen, gilt das für dich. Ich habe da nicht drauf geachtet, deswegen will ich den Punkt für mich nicht zählen lassen. Weil auch wenn das bei mir im Bild war, habe ich das nicht gesehen. Ja, ich habe halt auch, ja, ich wusste, ja, das stimmt, du hast natürlich, also du hast wirklich auf die, du hast wirklich diese russischen Dinger. Ich weiß aber, ich glaube, es gibt halt auch noch eine richtige Fahne. Die Frage ist halt, es steht russische Flagge und Flagge ist für mich, ja, genau, das heißt, dann würde ich sagen, zählt das, was Christian hat. Wenn da eine Fahne, ja, russische Fahne stehen würde, dann würde ich sagen, ist ja, das nicht, okay, richtig. Oh, also ich würde auch sagen, also du kriegst, ja, den Punkt. Ich hab, also ich hab dann, hätte die auch theoretisch gesehen sehen müssen. Aber ja, ich bin an 5000 Autos vorbeigefahren, ja, weil ich das wusste. Ich habe mir auch eins im Detail angeguckt sogar. Naja, gut, okay. Das heißt, ich habe 7. 8. Ich habe auch, also 8, genau. Quad habe ich nicht und den Schweinekopf nicht. Na, Quad und Russlandflagge bei mir. Quad, ja, Quad war einfach. Russlandflagge und Schweinekopf. Ja, GZ habe ich leider verloren. Es hat, tatsächlich finde ich das cool. Ja, eigentlich finde ich, ja, das auch ganz witzig. Ja, aber. Das war schon ganz witzig. Ich habe nur die ganze Zeit Angst gehabt, irgendwo hinzurennen, wo ich dann abgeballert werde. Ja, das, ja, verstehe ich. Ja, hey, hier, hi. Das kannst, du bestimmt, das kannst du ja noch mit den anderen Maps machen. Das kannst du ja auch noch mit ganz vielen anderen Orten machen. Das ist eigentlich, ja, ganz cool. Ja. Ja, feier auch. Dann bedanke fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss. Tschüss.